Schauen wir in die Türkei. Die ist aus einem internationalen Abkommen gegen Gewalt an Frauen ausgetreten. Die Konvention des Europarats aus dem Jahr 2011 soll vor Übergriffen von der Vergewaltigung in der Ehe bis zur weiblichen Genitalverstümmelung schützen. Konservative Politiker in der Türkei argumentieren, die Übereinkunft schade der Familie und fördere Scheidungen. In den vergangenen Monaten hatten tausende Frauen in der Türkei für ein Festhalten an der Konvention demonstriert. Nach Angaben einer Frauenschutzorganisation wurden allein im vergangenen Jahr rund 300 Frauen in der Türkei getötet.